Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange tatsächlich den Vlog heute mal im Badezimmer an. Das ist morgens halt immer so. Meine Morgenroutine ist mittlerweile ja eine etwas andere. Julius krabbelt hier so durch die Gegend, bekommt auch gleich seine Zahnbürste, während ich dann auch meine Zähne putze. Und so starten wir dann meistens in den Tag. Vorher waren wir ein bisschen in seinem Playcenter. Und so ist das dann, ne? Die Morgenroutine ist etwas anders geworden. Heute Morgen fing eigentlich schon alles so um 2:30 an, weil der kleine Mann aktuell zwischen 3 und 4 eine immense Lust entwickelt, zu spielen. Yay! Es ist großartig, ich sag's euch. Und deswegen, das ist ein bisschen verrückt. Heute hat Schatzi Urlaub, deswegen hat er mich dann auch ein bisschen länger schlafen lassen. Und dann heute Morgen, als Julius dann wach geworden ist, sich um ihn gekümmert, weil nachdem Julius dann fertig war mit Spielen, ist er natürlich müde geworden und ins Bettchen gekommen. Und großartig, würde ich sagen. Nun, auf jeden Fall ist man doch so ein bisschen durch den Wind, ne? Das ist total wahnsinnig krass. Und es wird eine aufregende Woche werden für mich. Es ist spannend, deswegen habe ich mir gedacht, komm, schmeiß ich die Kamera an und vlog das Ganze mal mit. Ich hatte im September, hatte ich auch angefangen, einen Vlog zu machen, bin dann aber leider etwas krank geworden. Und habe den Vlog dann abgebrochen. Das war ein bisschen blöd. Ich benutze jetzt gerade Propolis unter meinen Augen. Da habe ich euch auch ein bisschen was zu erzählen. Ich meine, dass mein Hautvideo auch schon online gekommen ist. Einfach weil ich unter dem Auge so ein bisschen Mielchen habe und versuche das erstmal so abschwächen zu lassen. Ja, es ist alles. Ich bin total aufgeregt, wie die Woche so wird. Es wird super viel passieren. Wir sind auf einem Geburtstag. Ich bin auf einem Event und Julius entwickelt sich irgendwie gefühlt jeden Tag weiter. Heute Nacht habe ich geträumt, dass er laufen kann. Und es ist alles einfach der Wahnsinn. Dann daneben super viel Arbeit natürlich, was ich aber schön finde, dass ich halt ganz viele Adventskalender drehe, schneide da vollkommen aufgehe und immer mehr Menschen aus meiner Familie auch dafür begeistern kann, mit mir zusammen diese Videos zu drehen. Also das finde ich auch total faszinierend, dass ich immer mehr Menschen finde, die auch mit mir zusammen vor die Kamera wollen, die dann auch meine Faszination einfach teilen können. Ja, genau. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zu Ende fertig machen und gleich Zähne putzen und meine Skincare-Routine durchziehen und in den Tag starten. Und dann kommt auch schon bald meine Mama vorbei. Und dann schauen wir mal, was der Tag uns so bringt. Hier haben wir einmal das Outfit of the Day. Also eine schwarze Strumpfhose, ein etwas dickerer Herbstrock, dann ein Töpfchen. Das müsste von H&M sein, genauso wie der Cardigan. Den habe ich vor Jahren mal gekauft. Ich werde immer wieder auch gefragt, wo ich den her habe. Genau, das ist einfach gemütlich. Es ist Zwiebellook. Ich glaube, das ist für den Tag jetzt perfekt geeignet. Und während Mama mit Julius spielt, bin ich hier am Laptop und schneide ein Video. Hab ein bisschen aufgeräumt, das Ganze klar Schiff gemacht. Schatzi streicht oben die Zargen. Das wird auch nochmal super interessant werden, weil wir auch irgendwann dann neue Türen einsetzen werden. Das muss halt auch sein. Ne? Also nach und nach wird ja oben immer mehr renoviert. Den Flur hat er jetzt auch schon mit Laminat ausgelegt. Das kann ich euch auch nachher mal zeigen. So, jetzt bereite ich mich auf einen Call vor, denn ich habe gleich mit Typology tatsächlich eine Telefonkonferenz. Dann werde ich jetzt erstmal einen Kaffee kochen, Zettel und Stift organisieren und dann kriegen wir das voneinander. Es ist so wunderschön, es ist relativ drückend und relativ warm tatsächlich für den 1. Oktober. Es ist Wahnsinn, 2. Oktober. Mama und Julius sind jetzt auch wieder vom Spazierengehen wieder da. Schatzi ist oben weiter fleißig und Sammy verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Denn wenn Frauchen rausgeht, muss dieser kleine Mann auch rausgehen. Genau so ist das richtig. Ne? Ja, immer schön bei Frauchen sein.
der Moment, wenn du denkst, du könntest jetzt schon einfach mal hier oben filmen und es sieht alles einfach so aus. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufräumen, bevor ich hier irgendwas machen kann. Heule. Naja. So, der Look steht schon mal. Ich habe auch schon 3 Reels abgedreht und werde gleich auch noch ein weiteres drehen, weil ich für die My Müsli Adventskalender für morgen auch noch ein Reel haben wollte, was ich dann ja auch auf Instagram für euch online stelle. Dann habe ich auch noch eine kleine Kooperation anfänglich gedreht. Also da ist immer nur ein Teil dann gerade drin und da drehe ich gleich dann noch den anderen Teil. Aber jetzt muss ich erstmal ein kleines Outfit-Changing machen, denn Santa Claudi ist jetzt am Start und es ist 20.47 Uhr, aber das ist halt so meine Zeit, wenn ich halt hier oben bin und drehe und so. Bedowns. Ja, das ist tatsächlich immer so eine Sache, ne? Je nachdem, wie das Licht fällt, sieht ein Mensch doch ganz anders aus. Wenn man so direkt vor so... Mensch. Wenn man direkt vor so einer Softbox abhängt, hat man eine makellose Haut. Hier sehe ich fast schon scary aus. Ja, es ist irgendwie verrückt. Jetzt werde ich auf jeden Fall einen Adventskalender mir schnappen und ein Unboxing drehen, weil da ist gleich die Integration dann auch vorgesehen. Und da hatte ich auch mit der Firma gesprochen, dass wir hier den Douglas Adventskalender am besten nehmen können. Und ja, weil den habe ich noch gar nicht gezeigt. Den wollte ich sowieso jetzt die Tage mal abdrehen. Und so, jetzt sitze ich hier und werde ein bisschen filmen, weiter filmen. Wir haben es jetzt 21.04 Uhr. Ja, und dann denke ich, dass ich so bis 10, halb 11 hier oben filmen werde und dann wahrscheinlich runtergehe. Schneiden mache ich nicht mehr, habe ich heute schon einiges gemacht. Auch Buchhaltung und so ein Kram. Ablage, finde ich ja ganz furchtbar. Das ist so das Ekligste, ne? Ablage und Buchhaltung, mag ich gar nicht. Mochte ich noch nie. Aber na, es gehört mit dazu. Es ist wichtig und was auch der Hammer ist, Leute. Das darf man sich gar nicht so reinziehen, aber ich denke, viele Selbstständige von euch wissen das auch oder Leute, die schon mit Selbstständigen zu tun hatten. Ich bin ja auch vorgewarnt worden, beziehungsweise habe ja auch die Informationen aus Familie und Freundeskreis bekommen, dass ich definitiv aufpassen soll, dass ich ganz, ganz viel Geld an die Seite legen soll. Denn wenn dann irgendwann mal die Einkommensteuererklärung gemacht werden und du dann Vorauszahlungen und Nachzahlungen leisten musst, solltest du keinen Herzinfarkt bekommen. Da musste ich wirklich schlucken, als dann der Brief kam von meiner Steuerberaterin. Also sie hatte auch erst angerufen und mich vorgewarnt, weil sie auch ein bisschen Angst hatte, dass ich da vielleicht ein bisschen blauäugig reingegangen wäre. Aber nee, da habe ich tatsächlich von familiärer Seite schon vorher Infos bekommen, dass ich mich vorbereiten sollte. Und ja, das ist nicht zu unterschätzen und das unterschätzen viele und deswegen sieht man auch sehr, sehr häufig auf YouTube, dass Leute anfangen oder in Social Media generell, ne, das vielleicht so 1-2 Jahre machen, aber sobald dann die erste Steuererklärung gemacht werden muss, hören die auf, weil die einfach merken, scheiß die Wand an, ich muss ja so viel zurückzahlen und ich habe so große Schulden und so weiter, ne. Das sollte man echt nicht unterschätzen und das tut scheiße weh, aber muss sein, ne? Denn Steuern ist ja logisch, ist klar, muss man auch zahlen, das ist wichtig. Und trotzdem, dass ich ja immer auch meine Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter fleißig mache und dahingehend ja auch immer schon Vorauszahlungen leiste, das ist einfach noch mehr, was dann an Steuern kommt. Und da muss man auch noch bedenken, dass man sich krankenversichern muss, dass man Rente zahlen muss und. Und das muss man, also das darf man nicht außen vor lassen. Und der Beruf des Influencers wird manchmal echt ziemlich, weiß ich nicht verharmlost, romantisiert nennt man das, glaube ich. Ja, ist es aber nicht. Also ich verdiene dadurch keine Millionen. Ich habe ja auch jetzt keine Millionen Reichweite und dementsprechend sollte man sich da einfach keine Illusion machen. Und das Ganze ist wirklich harte Arbeit. Nicht so harte Arbeit wie Leute, die jetzt andere Berufe ausüben, keine Ahnung, soziale Berufe oder sehr, sehr körperliche Berufe oder, ne? Also ich muss sagen, dass vom Härtegrad ist mein Job, den ich jetzt mache, viel, viel entspannter als das, was ich vorher gemacht habe, also im Büro, Vertriebsinnendienst, ne? Aber es ist sehr, sehr zeitaufwendig. Du musst an super viele Dinge denken und man sollte das einfach nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist eben der Punkt, ne? Und ja, so ist das nun mal. Ja, jetzt rede ich hier so altklug. Ja, aber viele können sich das einfach auch denken. Ich würde mir voll wünschen, und das habe ich schon so häufig gesagt, es gibt ja auch Berufsbeschreibungen von allen möglichen Berufen, von Berufen, die ja auch in der IHK und so weiter unterrichtet werden. Sammy guckt mich gerade an. Könnt ihr das sehen?
Da, Mr. Wow hat sich hier gerade vor meine Füße gelegt, ne? Unglaublich. Also alle möglichen Berufe haben Berufsbeschreibungen und da gibt es so Ausbildungsrahmenpläne und so weiter. Das gibt es ja leider für unseren Beruf gar nicht, sodass man sich da halt gar nicht was drunter vorstellen kann. Und entweder wird er von manchen, wie gesagt, romantisiert oder überschätzt, also dass man da halt zu viel Geld verdienen würde und sowas alles. Lasst mal alle die Kirche im Dorf, ne? Es ist immer viel Realismus gefragt und ich fahre ja auch nicht ohne Grund einfach meinen kleinen Opel Adam, ne? Und das ist auch ganz gut so. Ja. So, ja, Sammy beschwert sich schon, Frauchen redet hier zu viel mit ihrer Handkamera. Sie muss hier mal so langsam an der Arbeit kommen, das geht so nicht weiter. So, wir haben es jetzt exakt 22.30 Uhr und packen wir's. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, na, vielleicht noch das ein oder andere Nicht-Kalender-Unboxing drehen, weil ich hier noch einige Boxen stehen habe, die auch gerne gezeigt werden wollen, aber ich bin platt. Vielleicht morgen Abend, aber ich habe jetzt tatsächlich auch ein Rituals Männer Adventskalender, hier dieses Survival Kit for Busy Men ausgepackt, ne? Und da habe ich dann so beim Unboxing gedacht, ah, das ein oder andere könnte ich jemandem, wo wir morgen auf dem Geburtstag fahren, ja auch irgendwie schenken. Ich schenke ihm einfach den kompletten Kalender. Ich glaube, das feiert er so hart. Und da ist die Freude doch einfach unbezahlbar, oder? Ne? Genau, so mock wie dat. Und jetzt begebe ich mich wieder nach unten. Schatzi vermisst mich wahrscheinlich schon und ist wahrscheinlich auch schon im Bett. Dann nehme ich das Babyfon mit unsere Dusche. Ich kenn's ja. Wir haben es jetzt 12:30. Ich war noch ein bisschen am Laptop und jetzt werde ich mir noch eine Serie angucken auf Netflix. Das ist irgendwie so eine Serie, da geht es um die härtesten Gefängnisse der Welt. Ist eigentlich schon relativ alt, aber ich habe die letztens vorgeschlagen bekommen und finde die eigentlich ganz interessant. Genau, die werde ich mir jetzt noch angucken, dabei ein bisschen Chips und Schoki mampfen. Ich lieb's. Und ja, Feierabend. Outfit of the Day. Das Kleid kommt von Orsay und es ist tatsächlich auch schon das dritte Outfit, was ich heute angezogen habe. Das erste Kleid war zu warm, das nächste Kleid war hier doch etwas eng und Schatzi sagte auch, wo soll der Kuchen hin, weil wir heute ja auf den Geburtstag gehen. Und ja, dann habe ich jetzt das hier angezogen. Ich finde, für ohne eine Leggings ist das für mich persönlich ein bisschen zu kurz, gerade wenn ich mich so bücke oder so, ne? Und dann ziehe ich mir einfach eine Leggings drunter und dann passt das schon. Hat Taschen, was ich liebe. Also Orsay hat wirklich schöne Kleider, kann man wirklich so sagen. Und ich finde, das passt auch mit der Leggings ganz gut, weil da ja auch so schwarze Applikationen drin sind. Und so fühle ich mich heute, glaube ich, echt wohl. Und es ist ein ganz merkwürdiges Wetter, als würde es irgendwie, also es hat eben auch ein bisschen geregnet, aber es ist eigentlich warm, also ganz verrückt. Und so werde ich heute meinen Tag verbringen, vorerst. Leute, ich sehe gerade, wir haben bei Claudis Bunte Welt schon über 3000 Abos. Wie geil ist das denn? Ja, ich glaube, da muss ich dann demnächst mal einen raushauen, denn ich habe jetzt gerade auch so ein paar Videos, die ich dort wieder hochladen möchte. Das ist ja quasi mein Zweitkanal, wo ich auch gerne einfach mal etwas andere Videos hochlade. Und da wollte ich auch gerne demnächst die Sister Love Collection hochladen. Die gibt es ja tatsächlich noch bei dem ein oder anderen Retailer und auch im Laden, ne? Und bin gerade voll stolz drauf. Das ist richtig, richtig cool, weil für mich ist so ein bisschen, Claudis bunte Welt ist so der harte Kern. Und das macht mich stolz und sehr, sehr glücklich. Heute gibt es Nudeln mit Tomatensoße. Einfach mal was Schnelles, weil es gibt ja nachher Kuchen. Video geschnitten. Ach so, das wollte ich euch ja noch zeigen. Mensch, der Boden, Leute, der Boden. Schick, ne? Mag ich auch gerne leiden. Und ja, hier ist Schatzi dabei, die Türzangen zu streichen. Da ist jetzt die erste Schicht drauf und das hat schon so viel verändert. Das ist echt so hammerkrass. Huch, das war ein Meißel. Na, man muss hier aufpassen, es ist noch ein bisschen Baustelle. Ich wollte nämlich jetzt Diverses noch hier machen. Diverses, aber nichts Wildes. Also ich wollte mir so ein bisschen noch einen schmucken Anstrich verpassen. Ja, das ist jetzt einfach nur so eine Jacke, die ich übergezogen habe, weil es doch etwas kalt beim Schneiden geworden ist. Zuallererst wollte ich nämlich, also ich will mich jetzt nicht groß schminken, das ist jetzt nur eben so eine 5-Minuten-Geschichte, ein bisschen was gegen meine Augenschatten machen. Da haben wir doch was im Purish Adventskalender, Leute. Etwas, was ich umfunktioniert habe und was ich euch wirklich empfehlen kann, auch genau als solches zu verwenden, ist durch Zufall entstanden, dass ich das herausgefunden habe. Aber es ist wirklich mega. Da ist jetzt hier dieser Blush drin, der in einer gruseligen Farbe drin ist. Aber ohne Flachs, der ist echt super als Corrector. Dann nehme ich mir mein Bambi-Spiegelchen.
Mach mir so ein bisschen unter die Augen. Muss nicht viel sein, ne? Das ist super ergiebig. Dann einfach mit den Fingern verteilen. Da brauche ich nämlich jetzt auch keine Foundation drüber oder sonst irgendwas noch dazu. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das ist total klasse. Verbindet sich auch super einfach mit der Creme. Und dann habe ich hier einfach meine Augenpartie etwas aufgehellt. Klar, ein bisschen Puder werde ich wahrscheinlich gleich drüber machen, weil ich auch Mascara tragen werde. Ansonsten stempel die Mascara ja auch ganz gerne ab, das wollen wir nicht. Aber so, ne? Jetzt mal abgesehen vom Purish Adventskalender, ist das wirklich ein guter Color Corrector. Und das für kleines Geld, weil ich glaube, das kostet 5,90 Euro oder so, wenn man das halt im Laden kauft. Aber wenn du es halt sowieso im Purish Adventskalender drin hast, Link dazu in der Infobox natürlich, hast du hier einfach die Möglichkeit, das trotzdem zu verwenden, ne? Voila! Nee, gefällt mir einfach gut. Mag ich gerne leiden und werde ich auch genauso weiter verwenden. Wie gesagt, ein kleines bisschen Puder ist nicht verkehrt. Dann nehme ich einfach hier, bei Terry habe ich hier meinen Project Pen. Da kannst du am besten mit einem Powder Puff reingehen, wenn du das nur so ein bisschen auftragen möchtest. Nimmst du da was auf, in den Handrücken einarbeiten und dann einfach drüber geben. Ich weiß nicht, ziehe ich mit Eyeliner? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache nur eben ein bisschen Mascara drauf. Und da probiere ich mich aktuell einfach so durch die Mascaras durch, die ich so habe. Hier habe ich eine von Benefit, die Fan Fest. Das ist ja so eine relativ neue. Und ich glaube, ich mache es heute auch einfach nur ein bisschen dezent, dass ich jetzt nur so eine Schicht mache, ne? Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Zack. Ja, viel mehr würde ich eigentlich gar nicht machen. Die Mascara mag ich wirklich. Also das kommt auch auf den Haufen meiner Mascaras, die bleiben. Genau, hier habe ich gerade noch ein paar Schlafdreckkrügel entdeckt. Also ich habe, also ist ja schon lange her, dass ich geschlafen habe heute, aber nun hielt sich doch wohl noch etwas fest. Zack. Fühle mich frisch. Dann kommt jetzt ein bisschen Schmuck. Mein Punkt, Claudi223 macht euch die Lieferung versandkostenfrei. Und da habe ich jetzt ein neues Schmuckset zugeschickt bekommen. Da habe ich einmal so simple Ohrstecker einfach. Und die sind wirklich edel und hübsch. Mag ich gerne leiden. Könnte ich halt sowohl in mein normales Ohrloch geben, als auch in mein höheres. Also quasi, ich habe hier noch ein zweites. Und ich habe mir noch eine Kette bestellt. Also richtig interessant. Und das ist halt echt Schmuck, ne? Das finde ich auch wirklich sehr, sehr toll. Sterling Silver, das sieht auch so edel aus. Und so eine Perlenkette, die ist einfach total zeitlos, ne? Die kannst du immer tragen. Ist es jetzt getroffen? Manchmal bin ich mir da gar nicht so sicher. Ich glaube schon, ne? Ja. So, genau. Und die passt jetzt auch zu dem Kleid. Und ich finde, es sieht richtig edel aus. Ich bin auf einmal so erwachsen. Muss jetzt natürlich noch Haare kämmen. Ringe wollte ich noch ummachen und dann bin ich eigentlich fertig. Ich wollte aber von hier oben gleich noch eben was mit runternehmen, weil wir treffen auch meine Schwägerin und meinen Schwager. Und die hatten gefragt, ob die den Lego City Adventskalender für ihren Sohn haben könnten. Deswegen werde ich den auch noch mitnehmen. Ja, und ich werde mich noch ein bisschen mehr pimpiger Pimpi machen hier. Diese coole Karte bekommt ihr übrigens auch im Pelletier Verlag. Also schaut da auch mal super gerne vorbei. Da gibt es nicht nur so wunderschöne Karten und wundervolle Bücher, zum Beispiel auch meine zwei Bücher, sondern auch solche geilen Geburtstags-, Weihnachts-, Tralafitti-Karten. Großartig. Ja, irgendwie hatte ich dann jetzt gerade doch nochmal Lust gekriegt, mich zu schminken, als wir nach Hause angekommen sind. Ich habe auch noch ein kleines Video gedreht, was bei 24 gute Taten auf der Instagram-Homepage irgendwann mal online kommt, wo es darum geht, was quasi aus den Projekten geworden ist, über die wir ja letztes Jahr auch gesprochen haben. Und da durfte ich auch ein bisschen was über die Ergebnisse von dem letzten Jahr sagen. Und das ist richtig gut, weil das alles auch in die Tat umgesetzt werden konnte und da halt wirklich für mehr als 300 Stunden Licht in dieser Geburtsklinik auch gesorgt wurde, weil die ganze Infrastruktur halt verbessert wurde. Und sowas finde ich halt mega, ne? Wenn man da halt auch diese positiven Resultate sieht. Ja, jetzt weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich werde ich noch etwas drehen, das dann auch quasi am Wochenende online kommen wird, wenn mein Dalton-Video online kommt. Ich habe gerade auch auf den Akku geschielt, denn ich habe schon wieder so viel geredet und ich habe noch ein bisschen Akku, egal. Und gleich werde ich auch noch mit Sammy ein bisschen was drehen. Genau, das ist so der Plan. Vielleicht noch dies, das Ananas. Ich weiß nicht. Ich bin eigentlich relativ platt. Und als wir Julius ins Bett gebracht haben, habe ich auch gedacht so, oh, eigentlich würde ich mich jetzt am liebsten daneben legen, weil
ich weiß nicht, kennt ihr das auch so nach dieser ganzen Corona-Zeit und so? Man ist doch so ein bisschen überfordert immer noch, wenn viele Menschen um einen herum sind. Und dann ist man irgendwie viel, viel platter, als es damals der Fall war, wenn man mit vielen Menschen halt zusammen ist, mit denen zu tun hat und spricht und keine Ahnung, sich austauscht, was ja schön ist, ne? Aber es ist halt immer noch irgendwie ungewohnt. Und dadurch, dass ich halt auch nicht so einen Job habe wie mein Freund zum Beispiel, der dann ja auch ein paar Tage in der Woche im Büro ist und den anderen Teil im Homeoffice, habe ich halt gar nicht so diesen direkten Kontakt face-to-face mit den Menschen. Und das ist verrückt, aber es ist so. Und deswegen fällt es mir immer noch ziemlich schwer, sage ich mal, soziale Kontakte manchmal zu verarbeiten. Und dann habe ich manchmal wie am nächsten Tag so ein bisschen wie so ein Kater. Zum Beispiel nach einem Mädelsabend oder so habe ich meistens danach einen Kater. Ne, in Anführungsstrichen, da muss ich halt keinen Alkohol für trinken. Oder wenn ich jetzt auch zum Beispiel am Wochenende zum Event fahre, wird das super schön werden. Aber ich weiß, dass ich so an dem Montag, Dienstag eigentlich so Tage brauche, wo ich eigentlich eher so schweige und für mich bin. Ja, Spa-Claudi gibt euch vom 7. bis zum 15.10., also jetzt aktuell auch, 25% auf das komplette Sortiment. Ausgenommen sind natürlich die Gutscheinkarten, bereits reduzierte Geschichten und die Adventskalender natürlich auch. Aber die Sets bekommt ihr natürlich auch nochmal rabattiert und das ist ein mega krasser Rabatt, den ihr da habt, ne? Schaut da gerne einfach mal vorbei und ja, gönnt euch, wenn ihr möchtet. Tja, so sieht es mittlerweile aus. Ne? Meine Morgenroutine ist doch eine etwas andere und man versucht dann alles irgendwie gleichzeitig zu machen. Sowohl für sich selber ja auch was zu machen, als auch irgendwie fürs Kind da zu sein oder auch natürlich dann nebenher ein bisschen Content produzieren. Das ist immer so eine Sache und jetzt heute Morgen war es natürlich Hardcore und ich habe mir gedacht, ich zeige es euch einfach mal, wie das dann so aussieht. Ja. Das ist tatsächlich dann so das Leben hinter der Kamera und zwischen den Schnitten. Und ich finde es eigentlich ganz schön tatsächlich, weil Julius das auch immer genießt, wenn ich dann da so rumtanze und er mit meinem Pyjama spielt oder mit meinen Füßen. Und ja, das ist jetzt mein Outfit of the Day. Ich habe es ein bisschen chilliger gehalten. Ich bin eh vom Klamottenstil meistens her eher chilliger, ne? Kennt ihr ja. Aber manchmal dann lasse ich es halt auch mal krachen. So. Ne? Chillige Leggings, die kommen von Rossmann, chilliger Rüberzieh, irgendwas von vor Jahren mal bei Orsay gekauft und auch das Top vor Jahren mal bei H&M gekauft. Heute ist auch noch so ein Tag, wo ich einiges schaffen möchte, weil ich bin ja dann faktisch Samstag und Sonntag out of order, also kann da nicht filmen oder so. Das heißt, ich werde jetzt auch heute und morgen versuchen, was vorzuproduzieren. Das Ding ist aber, dass ich... Der kleine Mann hat gerade sein Essen bekommen. Das Ding ist aber, dass ich morgen Nachmittag gar nicht hier bin, sondern beim Arzt. Und ja, auch bei Action und so, da werde ich euch auch mitnehmen. Und Julius ist auch mit am Start. Aber ich will mich ja wirklich nicht beschweren, denn das hier sind so die Videos, die ich aktuell auch schon vorproduziert habe. Das ist gar nicht mal so wenig. Die müssen halt nur irgendwann auch mal geschnitten werden und so, ne? Und ich versuche sie auch immer relativ... Jetzt habe ich meine Hand total verdreht hier. Konntet ihr gerade irgendwas sehen? Na, die Unordnung. Ja, da ist gerade Alfred am Fahren, also unser Staubi. Gestern hatte Schatzi ja schon gekocht und da gibt es jetzt heute die Reste. Da hatten wir halt auch für vier Personen gekocht, ne? Und dazu einfach was zu trinken. Dann schaue ich mir das Video von der lieben Hanni dazu an und genieße das Chaos, welches sich um mich herum befindet, welches ich gleich auch mal ein bisschen bewältigen muss. Während Julius jetzt mit seiner
Oma draußen unterwegs ist, werde ich mich schon mal ein bisschen schminken. Vielleicht habe ich sogar auch schon das ein oder andere Video zu drehen. Das muss ich einfach mal gucken. Und ja, heute ist nämlich auch wieder einiges an Vorproduktion geplant. Und deswegen verwende ich auch weitestgehend dann jetzt auch die Produkte Upsala aus meinem Project Pen, um mich zu schminken. Und bin eben ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade ein bisschen die Treppen rauf und runter gelaufen bin. Ja, so, und genau, werde mich dann jetzt ein bisschen fertig machen. Und dann geht's hier gleich ans Filmen. Genau, ich habe unten schon ein bisschen gemacht, also ein bisschen was geschnitten und vorbereitet. Aber schneiden kann ich auch super, wenn Julius halt schläft und Schatzi auch da ist. Dann ist es eigentlich einfacher, wenn ich eben nicht oben bin, sondern unten. Das heißt, wenn dann die Omas und Opas vorbeikommen, ist es für mich immer das Zeichen, in Anführungsstrichen, nach oben zu gehen, um Sachen vorzubereiten. Denn oft sitze ich hier ja wirklich bis 11, 12 Uhr. Und das ist dann natürlich auch immer ein bisschen blöd. Deswegen ist es schöner, wenn ich einfach ja, das anders irgendwie time. Was nicht immer funktioniert, aber man kriegt es irgendwie ja auch zusammen, ne? Ja, deswegen kommt jetzt ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und dann geht die Party ab. Oh Mann, Leute, ich bin so ein Horst, ey. Ich habe eben schon angefangen, Videos zu drehen. Und leider war mein Mikro nicht eingesteckt. Denn ich habe gestern ja Podcast mit Sammy gedreht. Und da benutze ich mein Ansteckmikro. Ich habe mich so geärgert. Und ich habe mein komplettes Aufgebraucht-Video nochmal drehen dürfen. Und mein Project Pen. Yes. Ne? Nein, aber dann habe ich noch ein paar Unboxings gedreht und jetzt gehe ich aber nach unten, denn ich bin schon müde. Es ist jetzt auch 9:30 und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was schneiden oder so, aber ja, Adventskalender ist heute noch nicht so, ist nicht mein Vibe gerade. Deswegen machen wir was anderes. Ich muss jetzt ein bisschen Kette geben, weil ich etwas spät dran bin, aber ich kann euch erstmal auch mein Outfit of the Day zeigen. Das sehen wir einmal hier. Das ist einfach nur so ein ganz... Ja, kennen wir eigentlich aus verschiedenen Vlogs, ne? Auch einfach so ein Kleidchen, etwas dicker, entspannte Schuhe dazu, eine Leggings dazu, denn Arzttermine sind nie schön, ne? Das ist ja immer so. Und jetzt bin ich bei, sieht man das hier? Weiß ich nicht, bei Action. Und da werden wir jetzt mal einen Blick reinwagen und gucken, was es so Neues gibt. Ich wollte auf jeden Fall so Kästen holen, weil wir auch so größere Sachen von Julius haben, die wir in den Keller bringen wollen, die er einfach noch gar nicht, also nicht noch gar nicht, sondern gar nicht mehr braucht. Ja, mal schauen.
das Chaos ist ausgebrochen, weil ich angefangen habe, für morgen mal so ein bisschen zu packen. Das möchte ich morgen, also nicht morgen, sondern Samstagabend eigentlich ganz gerne anziehen, wenn wir zusammen essen gehen. Dann ist das so mein Anreiseoutfit, mein Abreiseoutfit. Ich muss mir noch irgendwie überlegen, welchen Bikini oder welchen Badeanzug ich mitnehme, weil angeblich brauchen wir einen. Das ist mein Schlafi. Packen strengt mich irgendwie immer an, weil ich immer so überlege, was nimmst du mit, was brauchst du, hast du was vergessen. Und heute habe ich es dann aber geschafft, meine ganze Kleidung einzupacken und auch meine Beauty-Sachen habe ich zusammengepackt. Da habe ich ganz, ganz viele Proben und so mitgenommen. Aber ich möchte mich ja auch gerne am Samstagabend schminken, also habe ich ein bisschen Schminke auch mitgenommen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert eigentlich. Und morgen ist dann auch so ein bisschen der Technikkram noch dran. Und morgen wollte ich aber auch noch ein bisschen filmen, denn heute ist der Goodiebox Adventskalender noch angekommen, als ich nicht da war. Und den möchte ich definitiv noch auspacken und vielleicht sogar noch morgen online stellen. Das wäre ja richtig cool, ne? Den habe ich mir nämlich selber gekauft. Ansonsten, das sieht hier wild aus. Also hier stehen überall noch Wäschekörbe und so weiter. Vielleicht kümmere ich mich dann auch morgen drum, mal gucken. Aber jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen Karamellpopcorn geschnappt. Dieses hier. Und dann werden das Karamellpopcorn und ich uns etwas auf der Couch einfinden. Und dann geht es heute aber auch gar nicht allzu spät ins Bett. Wir haben es jetzt 20 nach 11. Und ja, mal gucken, weil ich wollte morgen früh dann wirklich noch einiges schaffen. Und mal gucken, wie dann morgen der Tag so wird. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen Chili-Milli angesagt. Guten Morgen. Ich habe schon 2 Kaffees auf, deswegen bin ich auch ansprechbar. Der Zombie-Modus ist aus. Genau, ja, ich bin meistens dann noch eine ganze Weile in Schlafsachen und Bademantel, sitze dann am Laptop, habe jetzt schon mein zweites Video geschnitten. Das ist gerade am Hochladen. Julius krabbelt hier durch die Gegend. Und ich werde jetzt hier gleich mal so ein bisschen klar Schiff machen, weil es sieht ja aus wie Sau. Ne? Ja, ich möchte halt schon, dass das hier vernünftig aussieht die nächsten Tage, auch wenn ich nicht da bin. Übrigens ist mein Outfit of the Day heute einfach mal nicht existent. Ich habe irgendwie so einen Top und hier drüber dann so eine, ne, weil hier oben ist es noch ein bisschen kalt. Ich habe jetzt gerade auch die Heizung angemacht, weil ich bereite mich jetzt ein bisschen vor. Ich wollte auf jeden Fall noch den Goodiebox Adventskalender abfilmen und heute auch noch schneiden, wenn ich das hinkriege und vielleicht auch noch den Kosmetikfuchs. Aber vielleicht kommt auch gleich noch mit der Post was ganz Spannendes das an, muss ich mal gucken. Dann brauche ich sie auch ein bisschen wärmer, weil ich mir gerade, Achtung Füße, na, man hat es nicht ganz gesehen, ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir die Fußnägel lackiert, weil wir sind dann ja quasi auch spa-mäßig unterwegs. Wir haben es jetzt 2:30. Ich glaube, ich schaffe nur einen Adventskalender heute, weil ich denke, dass ich so um 6 Uhr auch duschen gehe und dann auch tatsächlich schon ins Bett gehen sollte. Muss ich mal gucken. Jetzt mache ich mir einen schnellen Augenlook. Da habe ich hier von Catrice diese Palette. Die müsstet ihr auch bei Purish noch kriegen. Da könnt ihr ja auf super viele Marken, auch mit Claudies Welt 15, sparen, wenn ihr möchtet. Ne? Genau, da mache ich mir jetzt einfach einen Easy Peasy Augenlook. Ein bisschen blau, ein bisschen Schimmer, ein bisschen, ne, was Hübsches und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze dann so wird. Aber ich wollte jetzt auch eher was Dezentes machen, sagte sie und packte sich direkt mal blau aufs Auge. Ist so. Also nichts Dunkles oder so, da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Und deswegen wird das Ganze jetzt erstmal eine schnelle Kiste werden. Dann habe ich heute auch noch mit der lieben Irina geschrieben. Die kennt ihr oder findet ihr auf Instagram. Mit der war ich auch schon auf allen anderen Events, glaube ich. Also die war eigentlich immer mit dabei. Die wohnt auch bei mir in der Nähe. Und mit der fliege ich auch morgen früh zusammen. Und da haben wir unser Leid geteilt, wie früh wir morgen aufstehen werden. Also so um 3. Wow, das heißt so ziemlich genau in 12 Stunden werde ich aufstehen, wenn ich mir das mal so reinziehe. Es ist krass. Ja, und Tasche habe ich ja soweit gepackt. Wie gesagt, noch die Techniksachen. Auch ein bisschen hier die Zahnbürste muss ich morgen früh noch einpacken. Ne? Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann so wird. Ob ich irgendwas vergesse. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht noch irgendwie spontan irgendwo hier zum Edeka oder zum K&K oder so fahre und mir eine Zahnbürste kaufe, weil es ist immer blöd, so eine elektrische Zahnbürste mitzunehmen. Aber ich, wir haben einfach zu wenig Bambuszahnbürsten in irgendwelchen Beautyboxen in letzter Zeit drin gehabt, Leute. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Aber na,
It is, wie it is. Und warum ist dieses Blau anders als dieses Blau? Es ist einfach die gleiche Farbe, ne? Verrückt. Und ich bin super aufgeregt. Ich bin überhaupt kein Verreisemensch. Also ich bin ein totales Heimchen, was das angeht. Also ich mag es einfach, zu Hause zu sein, meinen Kleiderschrank zu haben, mein Bett zu haben und auch mein Badezimmer zu haben, weil du weißt dann einfach, wo alles ist. Und es ist halt ein bisschen was anderes. Naja, aber ich mag auch gerne... Also das ist total zwiegespalten, ne? Einerseits mag ich es total, woanders zu sein, neue Leute kennenzulernen und halt diese Events zu haben oder halt zu reisen. Aber andererseits mag ich es auch sehr, sehr gerne, zu Hause zu sein. Das ist sehr, sehr verrückt. Aber naja, so bin ich halt, so ist das halt. Und irgendwie, wenn man es schnell versucht, sieht es dann auch irgendwie nach schnell versucht aus. Ja, mal gucken, ob ich mit dem Lavendel das Ganze jetzt irgendwie noch ein bisschen heller kriege. Ne, ich krieg's nur lila damit. Ja. Was das alle ausmacht, wenn man ein bisschen Schimmer drauf hat und dann Eyeliner und Mascara, ne? Das ist immer schon ziemlich krass, finde ich. Nö, ansonsten gefällt mir mein Look heute dann doch mehr, als ich anfangs dachte. Das Blau hat sich nämlich dann auch ganz gut noch besänftigen lassen auf meinem Augenbrauenknochen. Ja, genau. Jetzt muss ich gleich mal Socken anziehen. Dann werde ich hier... Ich hoffe, dass mein Nagellack getrocknet ist. Ich fühle mal. Ja, der ist wohl trocken. Witzigerweise ist es auch ziemlich genau passend zu meinem Augen-Make-up gerade. Es war nicht geplant. Also ich habe das ja so durch meine Lidschattenpaletten, ne, gehe ich ja immer quasi alphabetisch von oben nach unten durch, wenn ich halt nicht gerade irgendwie ein Schminki drehen möchte oder so. Und da bin ich jetzt gerade bei den Catrice-Paletten und einfach bei dieser hier angekommen. Und ja, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und der in der Mitte, den kannst du sogar als Eyeliner verwenden, wenn du möchtest. Ist, glaube ich, aus dem neuen Catrice Sortiments Update. Ja. Was noch? Mein Körbchen wollte ich noch ausräumen. Und dann werde ich hier gleich mal filmen. Wir haben es jetzt 14:46. Sollte ich alle wohl schaffen, ne? Heute ist echt so ein Tag, ne? Hau rein, Krokette. Hau rein. Und ich bezeichne mich da selber als Krokette. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Denn tatsächlich ist gerade auch noch die Look Fantastic Box eingetroffen. Und der Flaconi Adventskalender. Das heißt, es wird heute spektakulär. Ich muss dann quasi auf jeden Fall noch die drei Videos, oder möchte definitiv, noch die drei Videos drehen, dass sie dann auch online kommen. Das war die Kamera, die sich kurz ausgestellt hat, weil ich habe ihr gesagt, sie soll angehen und dann habe ich sie nicht weiter bearbeitet. Tue ich meine Julius-Kette um. Ich ziehe sie an. Ich lege sie um. Die kommt aus einem ganz tollen Adventskalender. Aus einem Schmuck-Adventskalender, den man personalisieren kann. Und zwar den Heidemann-Schmuck-Adventskalender. Das müsste der sein. Ja, habe ich auch schon ein Unboxing zugedreht. Also manche Sachen, die ihr so an Schmuck seht, die kommen aus Adventskalendern. Ne? Auch hier die Ohrringe und... manche Sachen sind von meinem Punkt, was ich euch dann ja auch schon in diesem Video gezeigt habe. Ich denke auch, dass ich einfach zum Event den meinen Punkt Schmuck mitnehmen werde, weil das immer schön hochwertig ist, aber nicht zu protzig aussieht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mag ich immer ganz gerne und jetzt so ein bisschen Silberschmuck ist, glaube ich, ganz cool. Ist aber nur fürs Unboxing, denn die Adventskalender mache ich ohne Ohrringe, da habe ich ja meine Mütze an. So, dann habe ich mir gerade auch noch einen Tee gemacht. Beziehungsweise ein Eistee. Ja, hast du hier unten ja immer nur den Tee, ne? Habe ich das einmal durchgemischt? Dann kommt noch ein bisschen Lippy Flippy drauf. Das ist aus meinem Project Pen. Ich finde den toll. Den kannst du zu so vielen Looks tragen, also die Farbe auch. Ganz toller Lipgloss. So, dann gucke ich mich im Spiegel an, frage mich, offene Haare, geschlossene Haare. Offene Haare. Und dann kann es losgehen. Outfit ist gechanged. Das hat ein bisschen was von Mareike Amado und dieser Zauberkugel, weißt du? Ich glaube, ich habe eben das Video gedreht und hatte die ganze Zeit hier mein Pulli im Hintergrund. Läuft. Ja, genau. Jetzt kommt der Goodiebox Adventskalender und danach kommt der Flocconi Adventskalender. Und dann ist schon Schicht im Schacht hier. Mal gucken, ob der DHL-Bote nicht doch noch irgendwie was bringt. Weil teilweise, also ich habe ja von Hermes jetzt die Sachen gekriegt, ne? Da bist du halt nicht drauf vorbereitet, dass da auf einmal so geile Sachen um die Ecke kommen. Und dann will man das noch eben schnell noch abdrehen. Ah! Geil. Und das Unboxing vom Goodiebox-Adventskalender habe ich die ganze Zeit mit einer Schere im Hintergrund gedreht. Also manchmal bin ich auch ein bisschen paddelig, ne? Ja, also der Flaconi-Adventskalender war okay.
Ich sag mal so, es ist kein Adventskalender, den ich jetzt mega krass empfehlen würde, wenn jemand für... Was macht denn Mama mit Kamera? Egal. Wenn jemand sagen würde, Mensch, kannst du einen Adventskalender für 100 Euro, 120 Euro empfehlen, würde ich den hier jetzt nicht nennen, weil ich den... Ich finde den Inhalt zwar gut, aber er haut mich jetzt echt nicht von den Socken, sodass ich sagen würde, oh mein Gott, den muss man sich unbedingt holen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eher so das Ding. Ja, aber er ist solide, er ist okay. Und ich packe das jetzt einfach mal auch so ein bisschen zusammen, dass ich hier auch ein bisschen Ordnung dann habe. Wir haben schöne Produkte drin. Schaut euch gerne, wenn ihr möchtet, das Unboxing an. Aber ich glaube, ich schaue jetzt selber einfach mal, was ich davon überhaupt behalten werde. Die Zahnpasta, denke ich. Auch wenn sie fancy-pansy ist, ne? Aber vieles davon wird wirklich weiter wandern, weil ich vieles davon auch schon da habe oder halt jetzt nicht die 20. Creme noch brauche oder halt ein Wimpernserum ohne Hormone. An und für sich ist das alles gut, ne? Da beschwere ich mich auch wirklich nicht drüber. Ja, aber die hätten spektakulärere Sachen reinpacken können, theoretisch. So, Raumduft, weiß ich nicht. Nehme ich den mit runter, nehme ich den nicht mit runter? Nee, ich habe eigentlich noch einige unten, ne? Genau. Dann wird der wahrscheinlich auch verlost werden. Ich packe ja auch selber Adventskalender, dann ist das immer so eine Sache. So. Eben hat tatsächlich auch noch der DHL-Bote irgendwas gebracht, aber es ist jetzt schon 15:45 und ich glaube nicht, dass ich jetzt noch irgendwas drehen kann, weil ich würde ja eigentlich gerne noch einen der beiden Adventskalender schneiden. Das wäre dann auch ein Video, was dann ein bisschen später online käme. Sodass ich dann heute meinen Upload von 5 Uhr auf, keine Ahnung, 8 Uhr oder so verschieben werde. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, so, dann wechsle ich jetzt wieder das Outfit. Alexa, Studio aus. Okay. Schnapp mir wieder meinen unspektakulären Hoodie hier und muss dann ja auch gleich irgendwann mal zusehen, dass ich duschen gehe. Ich würde ja auch schon, da ist ein Loch drin, das ist ja auch mal was, ne? Das ist der Belüftungsschlitz. Weil ich würde ja schon ganz gerne noch so das ein oder andere Momentchen mit Julius und Schatzi verbringen. Also mal gucken, wie ich das heute noch so voneinander kriege. Nun, okay Leute, klitzekleine Planänderung, denn es ist gerade auch noch eine Sephora-Bestellung eingetroffen und da ist Fenty Beauty dabei. Und da habe ich mir gedacht, komm, so ein 12er Adventskalender kriege ich heute auch noch ganz gut geschnitten. Also wird der gleich noch vorgestellt. Oh, okay, also dann wieder alles rückwärts. So ist mein Leben, Leute. Du hast einen Plan und darfst ihn dann wieder ändern. Aber das ist nicht schlimm. Ich mache es ja einfach so gerne. Ich betone das ja immer wieder. Und deswegen wieder rein in den Weihnachtspulli. Und dann funktioniert das. Aber die anderen Adventskalender, die heute dann noch gekommen sind, irgendwas, keine Ahnung, ich glaube ein Food-Adventskalender ist noch gekommen, dann noch ein anderer von Sephora und eine DM-Bestellung, das muss dann einfach warten, bis ich wieder da bin. Ich kann mich auch nicht 5 teilen, denn ja, es ist jetzt 16:30 und ich möchte den ja noch filmen, dann möchte ich den noch schneiden, den möchte ich heute auch auf jeden Fall dann noch hochladen und ja, heute Abend bestellen wir Burger, hat Schatzi gerade gesagt, finde ich großartig, eine ganz tolle Idee. Ja, ich habe jetzt noch einige Videos geschnitten und packe jetzt den Technikkram zusammen, dass ich den dann auch noch morgen mitnehme. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Das ist ja jedes Mal, dass ich irgendwas vergessen habe. Ne? Entweder ist es der Schmuck oder ist es das Ladekabel. Und beim nächsten Mal denke ich dann immer noch mal intensiver dran. Aber dann ist es irgendwas anderes, was fehlt. Mal gucken. Naja, ich habe auf jeden Fall noch sehr fleißig auch Videos geschnitten und hochgeladen. Also richtig, richtig viel noch gearbeitet tatsächlich. Krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das heute noch so mache und schaffe. Ja, genau. Julius ist im Bett. Ich gehe jetzt duschen. Ist aber auch schon spät, ne? 9:10. Ich wollte eigentlich schon längst im Bett sein. So ist das halt. Und ich habe noch ein Geschenk für meinen Neffen eingepackt. Der feiert morgen Geburtstag. Ich kann ja leider nicht kommen, aber ich kann, ein Geschenk vorbereiten. Was eine treue Seele. Einer ist mit mir zusammen aufgestanden. Ist ja nicht wunderbar, damit ich nicht so alleine bin um diese so gemeine Uhrzeit. Ich bin auch echt noch müde. Ich habe nicht viel geschlafen. Ich bin so aufgeregt. Das Outfit of the Day. Ja, genau. Ist jetzt relativ entspannt. Zwiebellook.
Und huch, nicht umfallen am besten. Es ist einfach noch zu früh. Ich kann es nicht anders sagen, ne? Eine Dragons-Schuhe läuft. Langsam aber sicher finde ich auch so ein bisschen wieder zu meiner Stimme zurück. Ich habe es auch tatsächlich schon auf Insta geteilt. Es ist so, dass ich mit der lieben Irina ja zum Flughafen geflogen bin. Also von Osnabrück nach München. Und dann sollten wir eigentlich von München nach Regensburg irgendwie fahren. Und ja, die DB Navigator-App hat uns geführt, aber sie hat uns nicht gesagt, dass ein Zug sich teilt. Dementsprechend sind wir eine Stunde im Kreis gefahren. Jetzt sitzen wir beim richtigen Zug. Trödeln so ein bisschen mit unseren Handys rum und versuchen ein bisschen klar zu kommen, denn wir sind beide sehr durchnächtigt, also haben beide nicht lange geschlafen. Und ja, hier ist die liebe Irina. Ich setze euch auch mal gerne in die Infobox einen Link zu ihrem Instagram. Dort findet ihr ganz viel sehr schöne, aber auch sehr witzige Sequenzen aus ihrem Leben, aus ihrem wahren Leben. Und das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Das freut mich auch bei Instagram tatsächlich, dass man sehr nah an den Menschen dran ist und einfach das Leben mit ihnen leben darf. Und das mag ich einfach tatsächlich. Und Irina ist da auch sehr authentisch und sehr liebevoll, aber super humorvoll. Schaut super gerne mal vorbei. Wie oft kann man super sagen? Ja. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Solution 1. Mm-hmm. This is your solution. Vorab wird die Haut angefeuchtet. Genau, die AHA-Solution weicht die Hornzellen auf und hat somit einen intensiv peelenden Effekt auf die Haut. Und zusätzlich werden auch Narben verringert und Pigmentflecken aufgehellt. Jetzt würde ein kleiner Fisch mich die ganze Zeit knutschen. Ja, das stimmt. Jetzt starten wir mit der BHA-Säure. Die BHA-Säure weicht die Hautfollikel auf, wirkt somit Entzündungen entgegen und durch das Panthenol wirkt es ebenfalls auch eine Beruhigung. Wir starten mit unserer Solution 3, der Abschluss-Solution und unserem Rotating Handpiece. Ich habe hier die Sensitive Solution verwendet. Panthenol wird zusätzlich beruhigend und Hyaluronsäure Feuchtigkeit spendend. Und mit der Rotierung wird die Abschluss-Solution in die Haut eingearbeitet und somit nochmal die Durchblutung gesteigert. Das, meine Lieben, befand sich in meinem Gesicht. Wir sehen hier ein paar abgestorbene Hautschüppchen und dies, das, Ananas. Gerne einfach hier bleiben,
Oder ich nehme das alles mit nach Hause. Hm? Das passt doch bestimmt auch in meinen Keller, auch die Mädels, das wäre ganz cool. Ja, die liebe Amelie hat jetzt gerade ihre Massage. Ich habe sie eben bekommen und es war so angenehm. Es war sanft und es war wohltuend, einfach so ein bisschen, ich weiß, ich liebe. Schatzi gibt mir natürlich auch Liebe und Julius sowieso und ihr immer und so, ne? Aber das war schon besonders. Ja, es ist ein besonderes Wochenende, ein besonderer Tag und ich genieße es tatsächlich, einfach mal aus dem ganzen Trubel, den ich einfach aktuell auch habe und dem ganzen Stress so rauszukommen und versuche hier einfach mal die ein oder andere Minute abzuschalten und ich glaube, es gelingt mir und das ist toll. Also dafür liebe ich auch Dalton wirklich, dass sie so wundervolle Menschen mit auf diese Reisen nehmen, auf diese Momente mit einladen und es ist immer wieder wie Klassenfahrt und keine Ahnung, man kennt sich einfach auch schon eine ganze Weile, ne? Und es ist super angenehm. Ja, und die Zeit rennt hier einfach. Das ist so gemein. Das ist mal ein sehr geräumiges Zimmer, was bestimmt auch irgendwann meine Wohnung war oder so. Riesig geräumig. Dort werde ich heute nächtigen. Alter, sind die Decken hoch. Wow. Das ist richtig krass, ne? Hier haben wir schon mal einen Spiegel. Yay! Da werde ich gleich in die Mareike Amado Show hüpfen, ne? In die Zauberkugel und vielleicht mal so ein bisschen was rausholen. Das hier ist übrigens der Schrank nach Narnia. Der passende Schlüssel. Aber der Schrank lässt sich nur von Leuten öffnen, die dafür ausgewählt wurden scheinbar. Neues Outfit habe ich schon mal an. Das ist das Kleid von Haute Couture. Das habe ich damals, als die Tara das erste Mal ihre Modelinie rausgebracht hat, mir bestellt. Finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Und ich habe hier natürlich auch eine kleine Verlosung für euch, denn ich durfte mir eben vor Ort so ein paar Sachen noch mitnehmen und dann musste ich einfach schauen, was auch noch in meinen Koffer reinpasst. Und hier habe ich doch mal eine total feine Auswahl an Masken und so weiter. Und dann wird es eine bunte Auswahl aus Masken geben. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ich möchte nämlich auch super gerne euch daran teilhaben lassen, was ich hier einfach erleben darf. Und deswegen mache ich das einfach immer wieder von Herzen gerne, wenn ich die Events habe, dass ich dann auch eine Verlosung mache. Ich habe schon mal so eine kleine Eskalation. Hier sind jetzt die Schminkprodukte, die ich gleich verwenden werde. Und hier haben wir ein paar Pflegeprodukte. Ich habe vor allem halt Proben mitgenommen. Meine Handys müssen erstmal laden. Genau. Dass ich hier so ein bisschen vorankomme und das wird jetzt ein relativ zurückhaltender Look werden. Aber das Gesamtbild muss ja auch stimmen und ich sehe echt noch aus wie eine kleine Vogelscheuche. Aber immerhin habe ich von dem Facial eine unglaublich sanfte Haut und einen richtig, richtig krassen Glow. Ja gut, die Schuhauswahl, die sollte ich nochmal überdenken. Das sind jetzt meine Schlappen, die ich mitgenommen habe. Hier sehen wir mein ziemlich cooles Outfit of the Day. Oder of the night vielmehr. Ich finde, das sieht ziemlich fancy aus. Hat was von Spooktober Halloween-Zeit, ne? Und dazu sehr, sehr lässige Boots, die ich auch schon heute anhatte. Und interessante Perspektive, ich weiß. Und ja, genau. Ich freue mich jetzt, mit den Mädels was essen zu gehen und einen schönen Abend verbringen zu dürfen. So sieht übrigens mein Make-up aus. Das habe ich mit einer Too Faced Palette geschminkt, die Schatzi mir mal vor Jahren geschenkt hatte. Und als Base die Dalton BB Cream in Ivory. Ich finde sie richtig, richtig gut. Und jetzt zum Winter hin ist die einfach perfekt. Doppelte Leute, ich sag dir. Guck mal, geil, Thomas. Du machst Hunger. Yeah.
war wieder wundervoll und Regensburg ist so eine schöne Stadt. Aber ich muss sagen, ich bin auch jetzt wirklich platt. Wir haben gestern ja auch noch mal ordentlich Kapitels gegeben. Aber das ist halt das Coole. Mit den Mädels kannst du es einfach auch echt toll machen, weil wir einfach eine sehr, sehr harmonische Gruppe sind. Und heute haben wir auch gesagt, es ist teilweise echt so ein bisschen Deep Talk-mäßig bei uns. Und trotzdem haben wir irre viel Spaß zusammen. Und ja, also muss man wirklich sagen, das ist ein sehr, sehr cooler Kreis, wo ich auch schon viele seit meinem ersten Event mit Dalton seit 2 Jahren kenne, wo ich tatsächlich auch genau hier mein Thumbnail aufgenommen habe. Und ja, ich bin total baff. Und ja, jetzt bin ich mit Irina hier. Wir sind bei Meckes und werden uns erstmal ein bisschen fresh machen für die Flugreise, die dann noch kommt. Dann geht es gleich auch in den Check-in. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein Käffchen, eine kleine Pipi-Pause. Und dieses Mal sind wir nicht im Kreis mit dem Zug gefahren. Das war so hardcore, ne? 2 Landeier in der großen Stadt, aber so ist es halt. Home sweet home. Ja, ich musste direkt duschen. Also, boah, ich habe mich echt ganz schön klebrig gefühlt, ne? Ja, gestern feiern gewesen und nicht Haare waschen können, war schon crazy. Ja, Schatzi und Sammy konnte ich auf jeden Fall schon begrüßen. Julius hat leider schon geschlafen. Aber der wird wahrscheinlich irgendwann heute Nacht nochmal wach werden oder so. Oder vielleicht morgen früh. Genau, das kriegen wir alle schon hin. Ja, ich habe noch Verschiedenes, was ich mit euch besprechen wollte. Zuallererst habe ich mir gedacht, dass es doch jetzt im Vlog ganz cool wäre, wenn ich die Kanalmitglieder jetzt einfach mal kurz nochmal nennen würde, beziehungsweise euch auch nochmal empfehlen würde, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen, wenn ihr möchtet. Sammy liegt neben mir, hat hier sein ganzes Futter schon auseinandergenommen. Und wie gesagt, da wollte ich jetzt einfach nochmal kurz die Mitglieder erwähnen, denn jeden Monat möchte ich gerne auch die neuen Mitglieder begrüßen. Aber diesen Monat habe ich mir gedacht, ich möchte alle 39 Mitglieder mal ganz, ganz herzlich in mein Herz schließen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie überhaupt da sind und dass Sie mir Support geben. Genau, und das mache ich jetzt an dieser Stelle. Da habe ich einmal auch ganz neue Mitglieder, ne? Das finde ich auch immer ganz, ganz cool, wenn sich jemand dazu entschließt, eine ganz neue Mitgliedschaft abzuschließen. Die liebe Kerstin Dunner, die liebe Nea287, die liebe Anne K., die liebe Lilai. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, das ist manchmal etwas schwierig. Jin I, Simone Weinhold, Rex, Siham, Victoria Beautywelt, Lisa Marie, Julia Lee, Petra Stefan, Alexandra Eichler, Silvia Erben. Also es ist auch ganz cool, wenn ich dann auch so Namen lese, die ich auch einfach, ich weiß nicht, die habe ich auch einfach schon im Kopf, weil ich schon super viele Kommentare auch gelesen habe. Und da hat man auch einfach schon eine Beziehung zu dem Menschen, was ich sehr cool finde. Oder man schreibt sich auch auf Instagram und so, ne? An Katrin Degen, Corinne35, mit der schreibe ich auch super, super viel. Zum Beispiel in den Streams von Danny, da ist die auch ganz oft drin vertreten. Emily T., Tinted Ivory, das ist auch eine ganz großartige Lady, die ist so supportive, also Wahnsinn, die Frau. Marie Grabert, Ellie H., Stefanie Grenningloh, Monika Oeser, von der habe ich letztens noch eine Mail in meinem Postfach gesehen, glaube ich, oder eine Insta-Nachricht, ich weiß nicht. Nathalie Schweiger, Steffi H., Alina E., Jackie511, Sarah Dippacher, Nicole Ketelas, auch ein ganz besonderer Herzensmensch, Elke Rolf, Karin L. Karin L. ist, glaube ich, eine... Ja, die hat damals nicht die allererste Verlosung gewonnen, das stimmt nicht. Aber die ist auch wirklich schon von Anfang an mit dabei, das ist richtig krass. Emmik997, die liebe Emmy, wahnsinnig cooler Mensch. Maika, Claudia Lalala, Marion Biller, Austin Girl, Manuela Toten, Trisana Tandler, meine liebe Marion, Sonja Gebhardt und die liebe Curls. Also an euch alle herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und mich auf diese ganz besondere Art und Weise supportet. Und ja, das ist wirklich wundervoll. Das freut mich sehr, weil das ist nicht selbstverständlich tatsächlich. Ne? Genau, was ich halt auch noch sagen wollte, ich habe bei der Behandlung, die ich da gestern bekommen habe, auch gesagt bekommen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für euch, falls ihr mal überlegt, euch auch so eine Behandlung zu wünschen oder euch die selber einfach mal zu gönnen. Ne? Das kann man ja in den Dalton-Studios machen, die deutschlandweit verteilt sind. Also wir haben bei uns ja so ungefähr eine halbe Stunde entfernt tatsächlich auch ein Dalton-Studio. Nach dieser AHA, BHA, Aquafacial-Behandlung
sollte man so ungefähr 2 Wochen auf chemische Peelings, also auf AHA und BHA und PHA, so und auch auf Retinol verzichten. Ich hatte extra bei der Behandlung nämlich mal nachgefragt, denn ich würde jetzt ja super gerne auch wieder in das Peeling-Game einsteigen, aber da wurde mir nahegelegt, das tatsächlich erstmal nicht zu machen, weil meine Haut jetzt auch wirklich sehr, sehr intensiv behandelt worden ist und ich das eigentlich auch gar nicht brauche. Also ihr seht jetzt ja auch den Glow, aber da ich hier eine wundervolle Ausbruchstation habe der Mr. Fred Ausflugsfamilie, habe ich mir halt gedacht, naja, das wäre doch vielleicht eine ganz coole Geschichte, wenn ich da mit BHA dran gehe. Aber da wurde gesagt, nee, nee, auf jeden Fall ungefähr 14 Tage nicht. Ja, okay, da muss ich dieses Mal in der Periode da einfach drauf verzichten, denn ganz toll, heute Morgen kam die Erdbeerwoche um die Ecke, ne? Da muss ich dann erstmal die anderen Ladies da anpumpen, wer vielleicht einen Tampon mit hat. Oh, ja, sehr gut, ich weiß. Ja, genau. Es ist jetzt auch schon relativ spät. Ich habe jetzt eben noch einen Livestream gesehen von Danny. Der hat bei Twitch gestreamt. Jeden Sonntag kann man da reinschauen. Und ja, da könnt ihr auch, wenn ihr möchtet, gerne mal im Pelletier-Verlag vorbeischauen. Da müsstet ihr wahrscheinlich auch schon diese Woche das Video gesehen haben zu dem Adventskalender, den ich vorgestellt habe vom Zimttölpel. Also ja, das genau, wollte ich auch noch gesagt haben, es sind auch einige Pakete eingetroffen, die ja der Schuhback-Adventskalender, auch den müsstet ihr gesehen haben, den hatte ich erst so auf dem Schirm, dass ich gedacht habe, boah geil, den willst du noch irgendwie abfilmen oder so, aber ich muss sagen, ich bin so platt, ich bin so gar, ich muss jetzt gleich einfach irgendwie auf die Couch und versuchen klarzukommen, denn mein ganzer Körper ist gefühlt so noch unter Strom, ne, und da, ja, die ganze Aufregung und so, und da muss ich einfach ein bisschen runterkommen und ich glaube, das kommt ganz gut, wenn ich das einfach auch mal mache, ja, einfach mal mit Schatzi auf die Couch legen, ist verrückt, ne. Es war schön mit euch. Es war schön, euch mitnehmen zu können. Also ich habe es tatsächlich diese Woche sehr genossen, den Vlog zu drehen. Und ich fand das Wochenende auch einfach wundervoll. Es war anstrengend, ne? Allein, dass ich dann ja auch am Samstag um 3 Uhr aufgestanden bin. Aber es hat sich einfach wieder gelohnt, die wundervollen Menschen zu treffen. Und ja, an diesem schönen Ort sein zu können. Regensburg lohnt sich so dermaßen. Also da sollte man auch mal gewesen sein. Das ist wie in einer anderen Welt oder wie in einem anderen Land halt auch, ne? Richtig, richtig, richtig toll da. Und als Location ist da definitiv die Seidenplantage, wo wir da ja auch die Spa-Behandlung hatten, eine echt schöne Sache. Auch das Orphee-Hotel hieß es, glaube ich, ne? Ist super fancy, super witzig. Jedes Zimmer war anders. Also Amelie hatte zum Beispiel so ein richtiges Zimmer, wo ich gesagt habe, das ist ein bisschen abgefahren. Das ist alles sehr rot und sehr plüschig gewesen. richtig witzig. Aber die hatte auch ein super modernes Badezimmer zum Beispiel, was bei mir so retro war, ne? Nun, das Kasper als Cocktailbar ist sehr empfehlenswert. Das Skat hieß, glaube ich, die Disco. Jetzt hat Schatzi mich gerade noch mal herzlich auf die Couch eingeladen zu einer entspannten Tüte Chips oder so. Und da werde ich natürlich auch gerne der Einladung nachgehen. Und ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Dann wäre natürlich ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.